Hallo und herzlich willkommen zu Anno 1800. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute würde ich gerne das Bierimperium ausbauen. Heißt, ich würde gerne noch mehr Bier produzieren, damit wir noch mehr Bier verkaufen können, weil das ist aktuell somit das Wertvollste hier auf dieser ganzen Insel. Nein, ihr Schüler natürlich. Entschuldigung. Ja, ihr Kirchengänger auch. Ja klar, sicher doch. Pass auf, das würde ich nämlich gerne heute machen und ich würde eventuell, naja, mal gucken, den einen oder anderen upgraden. Ich glaube, dazu sind wir jetzt mittlerweile bereit, denn wir haben, ja gut, plus 19 ist nicht gerade viel, ne? Eigentlich müssten wir noch unsere Stadt ein bisschen weiter ausbauen und dann könnten wir upgraden, das machen wir auch, pass auf. Und zwar Bauernhaus, da würde ich sagen, setzen wir wieder 1, 2, 3 hoch. 4 hoch, ne? 1, 2, 3, 4 hoch. Die feiern schon wieder was. Ah, Erntedankfest. Mal wieder. Ja, ja. Die feiern alles. Erste Blatt ist gefallen. Eine Feier. Die erste Taube ist vorbeigeflogen. Eine Feier. Der erste Regentropfen hat den Boden berührt. Eine Feier. Die feiern hier alles. Ist so. So, wir brauchen Arbeiter. Und dann ziehen wir einmal hier komplett einmal rum. Sehr schön. Und das hier ziehen wir einmal nach da. Und wir brauchen natürlich wieder Bäume. Nein, nicht solche Bäume, sondern diese Bäume hier. Die würde ich gerne... Alter, habe ich hier irgendwas falsch gemacht? 2, 4. Das sah mir so klein aus. Ihr feiert schön, ne? Die Paraden werden auch von Tag zu Tag größer. Die feiern jeden Tag was, deswegen, das ist so halt bei denen. Der Dank geht an die kleinen Feldmäuschen. Ja, das stimmt. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir könnten theoretisch jetzt upgraden. Pass auf, und zwar die hier. Die und die alle. So. Das ist gut. Dann haben wir die nämlich schon mal geupgradet. Und hier sind wir bei 137 plus. Da sind wir gerade am Wachsen. Ne, das dauert noch ein bisschen. Aber dann Fisch. Ja gut, aber Fisch... Wir kümmern uns hier um alles. Warte mal, wie sieht ein Fisch aktuell aus? Eigentlich gut. Holz, ja klar, geht runter, ist klar. Okay, pass auf, dann machen wir erstmal weiter hier. Und zwar... Ich habe gerade eine Idee. Was ist denn, wenn wir die jetzt dahin ziehen? Die dahin. So. Ich schau mal ganz kurz was nach. Und zwar... Genau, 30 Sekunden, ne? Und ihr habt 40 Sekunden. 40 Sekunden. Ah, okay, hält sie, ist ungefähr gleich. So, das heißt, ich brauche ja zwei von denen für zweimal Gerste. Richtig? Ja. So, das heißt, wir ziehen jetzt hier eine Straße durch, damit wir das so ein bisschen trennen, ne? Erstmal. Und zwar würde ich gerne... Ach, ich habe schon wieder falsch geklickt. So, einmal die Straße hier runterziehen. Und zwar diese hier. Dann zerstören wir die hier. Und die. Und die brauchen wir auch nicht mehr. So, und dann können wir die jetzt... Nee, das sieht noch nicht schön aus. Setzen wir hier hin. Und dann ziehen wir die Steinstraße hier hoch. Die Steinstraße ziehen wir hier hoch. Nee, macht ja keinen Sinn. Oh, das macht keinen Sinn, weil wird ja eh da unten verschoben. Also das ist ja irrelevant. Pass auf. Dann machen wir hier jetzt erstmal überall Steinstraße noch. Die Autobahn natürlich, bekommt jeder da oben. Dann machen wir die wieder weg. So, das setzen wir rüber. Dann ziehen wir die hier hin. 1, 2, 3, ne? 4. Wir machen 4. So, 4. Dann brauchen wir natürlich hier eine Steinstraße wieder. Was war das denn? So, ich dachte, da wäre jemand am Laufen. Dabei war da so ein Elch, wo der hat das Geweih, hat er sich poliert. So. Jetzt brauchen wir
Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie das am besten aussieht. So, wir haben jetzt noch zwei, brauche ich davon. So, jetzt haben wir wir haben zwei. Und dann bräuchten wir noch zwei. So, die versorgen. Genau, die haben ja 40 Sekunden. Die versorgen dann die. Und die haben eine Minute. Das heißt, ich brauche zwei, vier von denen noch. Richtig? Exakt, ne? Kann ich eigentlich alle ziehen? Kein Lagerhaus? Wo sollen wir den ganzen Kram hinbringen? Wartet doch mal, ich bin doch jetzt gerade hier dran. Jetzt schreit mich bitte nicht an. Mensch. So, setzen wir das hier hin. Dass man nicht alles gleichzeitig verziehen kann, finde ich ein bisschen blöd. Oder? Kann man? Warte mal, ich versuche. Das war die Leertaste. Schön, wir sind auf die große Map, da wollte ich gar nicht hin. Ne, geht nicht. Okay. Weil die würde ich gerne in die Mitte setzen. So. Und dann kopieren wir uns nochmal vier Stück. Aber andersrum, ne? So rum. Ja. Ich weiß nicht, warum der die umgedreht hat, aber da werde ich bestimmt schon Grund für haben. So. Und jetzt brauchen wir hier eine Steinstraße. Schwuppdiwupp. Okay. Dann können wir das hier zerstören. Und wir machen uns ein Lager aus hier hin. Hier. Oder hier. Ja klar, hier machen wir uns eins hin. So, graden wir auch direkt ab. Ey, wir haben nur noch 28.000. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir brauchen Arbeiter. So, wir brauchen Arbeiter und Waren. Hopfen. Hopfen hatten wir schon erhöht, ne? Ich hoffe. Wo kann ich mich jetzt erweitern? Hier, ne? Vier. Dann hier runter. So, und dann kann ich doch theoretisch hier einmal rumgehen. Dann machen wir uns hier wieder schön Bäume hin. Ich denke mal, früher oder später werden die Bäume hier sowieso weggemacht werden. Alter, jetzt machen wir echt Minus, ne? So, schauen wir mal ganz kurz hier, wie es aussieht bei Hopfen. Zwei. Ja, aber theoretisch könnte ich ja hier noch einen Hopfen kopieren, ne? So, setzen wir uns hier noch einen Hopfen hin. Ziehen das hier runter. Das dient hier nur dem Zweck und wir sind hier bei plus 20. Okay. Dieser Berg stört mich hier so ein bisschen, ne? Der Berg hier stört mich so ein klein bisschen. So, wir sind bei Arbeiter minus 125. Okay, Feuerwehr kommt auch nicht bis da. Polizei kommt wahrscheinlich auch nicht bis da, ne? Weil dann kopiere ich mir beides mal. Ja, wo setze ich die denn jetzt am besten? Die hier sind ein bisschen fehl am Platz, ne? Die sind wirklich da so ein bisschen fehl am Platz, weil da könnte ich schön weiter die Stadt erweitern. Na gut, aber andersrum, ich kann die Stadt auch hier rum erweitern noch, ne? So, wenn ich das jetzt zum Beispiel hier hinsetze, dann können wir nämlich hier... Ah, jetzt habe ich schon wieder falsch angeklickt. Dann können wir nämlich hier... Guck mal.
So. Und dann machen wir eine Steinstraße drum. Wir wachsen gerade richtig, ne? Über uns hinaus. Und Pappel. Ach Quatsch, Pappel. Hier. Pappelapappel. Hier, das brauchen wir. So. Okay, wir sind bei plus 44. Das heißt, wir können doch theoretisch gesehen wieder upgraden, ne? So, jetzt sind wir bei minus 41. Die kommen noch und die ziehen auch ein. Ja. Nach oben können wir nicht erweitern, weil hier eine Lehmgrube ist. Außer wir kriegen irgendwann mal... bekommen irgendwann... Hier fehlen die Rohstoffe. Ja, Hopfen. Hopfen. Ich habe ein bisschen übertrieben, glaube ich, damit, ne? So, du transportierst... Schnappes. Kein Platz mehr frei. Sag mal, Schnappes brauchen wir doch gar nicht hier. Moment. Moment. Ich muss mal ganz kurz gucken. Weil Schnappes ist ja Blödsinn. So. Ich hoffe, der bringt den Schnaps noch zurück. Nein? Okay. Bringt Hopfen? Schiffe sind Mitte zum Zweck. Also, ich dachte, die sind jetzt auf Patrouille. Flaggschiff steht zu Diensten. Ja, ja, pass auf, fahr mal kurz hier hin. Wir haben hier Hopfen. Whisky. So, hier wird Hopfen gerade produziert, ne? Würde ich gerne machen, glaube ich. Sollen wir hier richtige Straßen machen? Weil wir haben ja hier genug. Wir haben ja genug Steine. So. Ich hoffe, du vergisst nie, wer dein Wohltäter war. Dankeschön. Merci. Fischerei, okay. Und hier haben wir kleines Kontor. Brauche ich hier auch noch? Kann ja nicht schaden, ne? So. Wir sind irgendein Level gerade aufgestiegen. Wir sind gerade ein Level aufgestiegen. Okay. Wie viel habe ich noch? 13. Sieh mir fest in die Augen. Ganz fest. Du, mal sehen, was du heraufbeschwörst. Okay, holen Sie ein Treibgut ab. Ei, ei! Wir müssen 2 Treibgut abholen. Segel! Können wir gerne machen. In der Zwischenzeit. Da habe ich kein Problem mit. Ich glaube, wir haben hier ein bisschen übertrieben. Achtung, der Bosch. Kann man die irgendwie stillsetzen? Die kosten 200. Wir haben hier ein bisschen übertrieben. So, da brauche ich 2 Stück von. Dann kann ich einen hiervon entfernen, ne? Genau. So, auf jeden Fall sind wir jetzt im Plus. Und die haben 30 Sekunden, genau, und dann brauchen wir theoretisch nur... So. So müsste es passen. 3,6, ja. Weil so kommen wir auch mit den Hopfen hinterher.
Weil das war ein bisschen übertrieben, glaube ich. Anteile. Ja, Anteile weiß ich noch nicht, ob wir die auch irgendwann mal uns irgendwelche holen. Ja gut, aber andersrum, vielleicht sollte man sich da beeilen, ne? Weil die werden ja auch nicht billiger. Und ich dachte, du hättest ein Händchen dafür. Ja klar, ich bin ja noch dabei. Warte doch mal. Man kann nicht wieder direkt rum. Okay, die fahren dahin. Ja, theoretisch kann ich mir das Lager hier auch sparen, ne? So. Ich glaube, das reicht. Oh, warte mal. Wir haben uns ja richtig aufgerüstet jetzt, ne? Frisch wie eine Frühlingswiese. Schnaps. Achtung. Ja, Schnaps. Okay. Setze ich jetzt mal hier hin. Dann kopiere ich mir das nochmal. So, ne? Nee. Eins, zwei nach hinten. Drei nach hinten. Machen wir direkt Steinstraßen hin. Weil früher oder später wird ja eh alles mit Steinstraßen versehen. Warum dann nicht jetzt hier direkt? So. Und wir müssen uns das hier einmal kopieren. Muss ich das jetzt da hinsetzen? Ja. Rein optisch gesehen, ja. Das sieht schon mal gut aus. Na gut, wir haben jetzt 250 Arbeiter, ne? Huch, die Taschen. Auf den Boss. Ja, die brauchen Schnaps. Und Schule. Aber Schule ist doch... Hier. Nein. Wo ist die Schule hier? Schule. Da. Nee, Handelskammer. Wo habe ich die Schule jetzt schon wieder hingepackt? Da. Da habe ich doch die Schule. Ja, kommt gerade so dahin, ne? Wenn ich hier Steinstraßen habe, kommen die natürlich auch weiter. Ganz klar. Wobei ich habe hier auch noch eine Feuerwehr. Machen wir mal so. Jetzt kommt ihr. Ja gut, die kommt hier überall hin. Ist da abgedeckelt. Kostet 25 Dollar im Monat. Also eigentlich relativ günstig. Oh, warte, wo ist mein Schiff? So, und das sollen wir jetzt hier hinbringen. Direkt an meinem Hafen. Warum wartet der hier? Oh, was gab es dafür nochmal? 4360, jawohl, und 5 Punkte. Diplomatie. Sie bewundern den Schwung meiner Augenbrauen? Sehr schön. Nicht doch, Sie beschämen mich. Oh, ist es üblich, ein Gegengeschenk zu machen? Nee, nee. Nahezu sicher? Ah, dann gibt's ja keinen Grund mehr, Angst zu haben. Oh, meine Rettung. Ich meine, ein Tropfen auf den heißen Stein. Ah, gut, aber hat sehr viele Punkte gegeben, ne? Leicht erhöht. Was sagt sie? Gar nichts. Du findest langsam Gefallen daran, nicht wahr? Ganz genau. Bevor ich auch nur einen Knicks mache, sterbe ich lieber mit dem Messer zwischen den Zähnen.
Boah, plus 2, geil. Es wurden neue Inseln entdeckt. Ja, ja, klar. Boah, die Musik macht mir gerade so ein bisschen Angst, ne? Können wir hier schöne Musik wieder haben? Nein? Okay. 30 Bier haben wir. Eisen. Vielleicht könnten wir auch Rohmaterial verkaufen. Außer Lehm. Lehm werde ich garantiert nicht verkaufen. Ist noch am Segeln. Du bist einer, der Dinge einmal zu oft hinterfragt. Wieso? Wir waren doch Best Friends. Wir waren... Wieso hat die jetzt minus 2 gemacht? Mann. Undankbar. Soll ich schon mal einschenken zum Anstoßen? Ich war ziemlich sicher, dass du das hinbekommst. Ja, natürlich. Warst du. Warst du. Neue Befehle? So. Ja gut. Haben wir das ja auch schon geschafft. Kartoffelwirtschaft läuft. Ja gut, wir brauchen natürlich noch Hopfen, ne? Hopfen ist halt... Hopfen. Was soll man sagen? Hopfen ist verloren. Wie viele Arbeiter brauchen die denn? 20. Das heißt, ich könnte theoretisch gesehen sogar noch einmal eine nehmen. Ist das richtig? So, dann machen wir hier die Straße runter. Baumaterial fehlt. Aber du kommst bis da, kommst nicht bis da, ne? Können wir das hier hinsetzen? Auch nicht. Das heißt, ich brauche ja doch 2. Ich setze mal einen hier hin und einen da. Ja. Produzieren wir noch mehr Hopfen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir natürlich hier weitermachen. Bei der richtigen Insel. So, werde ich natürlich hier weitermachen. Und versuche mal, die abzugraden. Können wir mal gerne ausprobieren dann. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.